Hallo YouTube an Internet und willkommen hier zu LS17 DLC-Vorstellung von dem Kuhn. Oder von der Firma Kuhn, das war. Ich habe mal im Weiteren ausgestattet mit der Spritze und den Fronttank, die Deltis 1302, was ich hier schön finde, was ich euch nochmal zeigen wollte. Ist hier unter anderem die Füllstandanzeige. Jo, so eine neckische Sache. So, den Fronttank könnten wir auch mal füllen. Mal umschalten. So, und der hat auch, wenn ihr jetzt mal rechts guckt, diesen Zeiger. Mal gucken, ob da was passiert. Ja. Okay, wenn er oben rechts halt ist, rot, dann leer. Schön. Gucken wir uns das Ganze mal auf dem Feld an. Mal weiterhin von draußen. Doch das Ding mal richtig schön vorstellen könnt. Und ich finde die Optik natürlich auch mit den Waldreihen, mit der Kuhoptik, passt perfekt, ne? So. Könnten eigentlich schon hier lang fahren. Okay, und dann gucken wir uns mal die Spritze an in Aktion. Mal Licht anmachen. So, mal umschalten. Okay. Das ist ja eine geile Technik. Das Ganze mal von draußen an. Ich bin auch die einzelnen Düsen richtig nett, auch hier diese Spannfeder. Ne? Also der, wenn der nicht geil aussieht, weiß ich auch nicht. Hier unten noch diesen Sicherungsketten wahrscheinlich soll das sein. So, und das ist jetzt eine Breite von 21 Metern. Gut, dann testen wir mal. Das Ganze können wir natürlich auch noch... Ne, können wir jetzt nicht, oder? Doch, können es noch höher stellen. Oder halt dementsprechend auch weiter runter. Ich stelle es aber mal nicht perfekt hier, aber das macht gar nichts, denn wir wollen uns ja nur die Funktion angucken. Würde ich so noch ein bisschen höher gehen. Okay, der Helfer ist mit mir dazwischen, ist auch okay. Auch hier den Fronttank wollte ich nochmal zeigen mit der Beleuchtung und dem Blinker, und der hat dann auch ein Arbeitslicht nochmal, was auch richtig glamour aussieht. Da oben geht dann der ganze Haken dann so, also nicht gerade hoch, sondern so im Bogen, ne? Ist auch sehr interessant. Ja, das Ganze nochmal zusammenklappen. Ich klicke das auch wieder an. Das ist eine sehr interessante Technik, wie ich finde. Der ist immer fleißig, und jetzt haben wir... Hier musste ich mal kurz auf Lelly umsteigen, weil... ja, der Helfer wollte nicht so
wie ich mir das vorgestellt habe. Und der hier ist hier schon zum Wickeln bereit. Wir müssten natürlich jetzt mal dementsprechend ein paar Ballen pressen. Das heißt, wir bräuchten nochmal einen Traktor, der uns mir mal zur Verfügung gestellt wird. Ich würde gerne nochmal gucken. Ich will jetzt keinen zu großen nehmen. Ich muss einfach mal ein bisschen abschätzen, was er so braucht. Also 185 PS, das ist natürlich schon eine Hausnummer wieder. Ne? Ja, was haben wir denn noch Schönes? Oh, wir haben kein Geld. Das lässt sich aber ändern. Vielen Dank. Mache ich mal im Let's Play nicht so. Ne? Keine Angst, falls ihr da mal reinschauen wollt. So, 185 PS muss der mindestens haben, habe ich gesagt. Ne? Sonst nehmen wir doch mal den großen Fendt. Den hatte ich jetzt hier auch noch nicht unterwegs. So, 300 PS. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Was soll's. Immer ganz normal Standard. Okay. Auf jeden Fall passt der dran. Vorweg gucken wir uns hier auch nochmal diese Spritze an. So, ich mache gerade nochmal auffüllen. Gucken, ob man hier von innen was sieht. Das ist auch wieder diese Anzeige, ne? Die nach unten steigt. Umso höher, desto leerer. Nach oben, ne? So. Dann nehmen wir das Ganze mal mit. Das ja nochmal genau an, also lenkt hinten auch schön mit, wie man sieht. Das sind die Metris 4102. Hier schicken wir gleich nochmal den Schwader los. Und jetzt gucken wir uns mal die Ausklapptechnik hier an. Auch wieder angehoben. Das ist natürlich nochmal eine Breite. Meter. Wir können es ja gerne nochmal vergleichen. Ja, das wäre nochmal eine nette Steigerung. Klar, ich weiß, man weiß es auf dem Papier, dass es schon breiter ist, aber nur mal, um nochmal die Dimension klar zu machen. Damit kannst du natürlich schon so ein großes Feld hier gerade ruckzuck mal bestücken. Ne? Mit Dünger. Aber musst du natürlich auch höllisch aufpassen, dass du nicht überall hängen bleibst. Gut. Nochmal in Aktion das Ganze. Auch hier kann man das Ganze wieder rauf und runter regulieren. Und wir können es auch immer vom Nahen angucken. Heute zu Demonstrationszwecken. Natürlich nur Wasser eingefüllt. Wahnsinn, wie lange der schon rumlaufen muss. Wie man sieht, auch sehr effektiv
Also nicht so hoch im Verbrauch. Gut, die schauen wir nochmal ab. Der läuft immer noch. Der ist, okay. Fertig, den packen wir mal kurz zur Seite. Mal zusammenklappen. Da kann ich auch kurz mit, mal mit zurück. Noch genug Maschinen. Dass wir nicht ständig neue Traktoren einsetzen. Ja, dann schicken wir es gleich den Schwader mal los. Kann der jetzt hier arbeiten. Und wir schnappen uns jetzt mal die Presse. Und ich verkaufe mal den Kram hier eben. So. Will hier nicht alles vollstellen. Wollen Sie ja nochmal probeweise anschauen, dass hier nochmal die Sämaschine, komme ich so nicht dran, ne? Ah, ist immer drin. Probieren die jetzt nicht aus, werden nur mal auseinanderklappen. Auch wieder mal eine sehr geile Technik. Jo, hat doch auch was. Ich glaube, das mal wieder ein. So. Und die ist dann halt für Sonnenblumen, Maisbohnen und Zuckerrüben. Okay, die Sämaschine ist ja eigentlich selbst erklären. Die finde ich eigentlich auch sehr schön. Können wir auch nochmal kurz rausnehmen. Sorry. Ich finde die halt auch was. Und die dann auch nochmal ausklappen. Nee. Aber ich glaube, das genau, das war doch, war das nicht hier eine Direktsaat sogar? War doch hier auch sehr interessant. Genau. Das ist, glaube ich, die kleinste Direktsaat, die es gibt. So, die lassen wir jetzt aber auch mal hier stehen. Und wir schnappen uns jetzt mal die Presse. Erstmal die normale und dann gucken wir uns mal die den Ballenwickler an dazu. Hängt auch sehr schön mit hier die Kuhn 1290D. Ja. Ich versuche alles ein bisschen einzufangen. Da hat uns gerade der andere Traktor noch einen Saatgut-Erfolg gebracht. So. Bevor wir jetzt aber hier loslegen, muss er nochmal seines Amtes walten. Der tolle Schwader, der Bandschwader. Der Mägemax 902.
Vielleicht sagt auch wer 902. Ich würde es halt so nennen. Okay. Also mal aufklappen. Das Ding ist echt klasse. Vor allem, was für eine Riesenfläche du hier bearbeitest mit dem Ding. Also hast du auch so alles geschwadet, ne? Nur wie gesagt, mit der Richtung, das weiß ich jetzt nicht, ob man die ändern kann. Das wäre nochmal sehr interessant. Gut. Mal aus hier. Der ist aus. Der zieht echt fleißig seine Runden. Okay, dann klappen wir das Ding mal auf. Einmal anstellen. Und los geht's. Das geht auch hier flott. Falls euch die Preise und so noch interessieren, ne, dann müsstet ihr nochmal zu Folge 1 rüber schauen. Von Kuhn DLC bei der Vorstellung. Da waren wir ja im Shop dann und da haben die ganzen Sachen eingekauft. So, ich fasse mal eine zweite Runde hier und dann würde ich den Rest schon für den anderen lassen. Nanu, jetzt wird einer abgesegelt. Ja, ich fahre nicht ganz gerade. Ich versuche das so ein bisschen hier nochmal einzufangen. Hier sieht man auch richtig schön, wie der arbeitet. Schon interessant. Oh. Etwas verlassen. Na, Zapfel dreht sich jetzt nicht, kann auch sein, dass man es nicht sieht. Und auch wie der gedämpft ist und so, also sieht richtig gut aus. Gefällt mir. Einmal abstellen. Bein abladen. Okay. Und wieder zuklappen. Da sind wir mit der jetzt auch durch. So, jetzt gucken wir mal, wie wir das Ganze wickeln können. Schieben wir jetzt mal hier ab. Und der kleine Fan, der probiert es mit dem Wickeln. Ich denke mal, von der PS-Zahl sollte das reichen. Man hat ja auch nicht immer nur riesen Trecker rumstehen, ne? Also ich, wie gesagt, ich werde nicht jedes einzelne Gerät vorstellen. So ein paar sind einfach, ja, so schön sind sie alle, ganz klar. Aber da jetzt jedes einzelne vorzustellen, das wäre dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Aber da könnt ihr auch euch dann selbst noch ein kleines Bild machen, wenn ihr euch das DLC holt, was ich aktuell nur empfehlen kann. So. Einmal aufgeklappt.
mir noch kurz von draußen nochmal anschaue. Hier schön die Aufkleber. Aber gut, das sollte selbstverständlich sein, dass das vernünftig aussieht. Und ja, da unsere Wickelstation hier. Cool wäre natürlich, wenn man die noch auffüllen könnte, aber ah, das ist halt so, ne? So. Okay. Ich schalte die mal an. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich überhaupt eine Wahl habe, ob ich sagen kann, hey, press oder press nicht. Deswegen lasse ich mal die Hilfe mal kurz an. Oh, das ging jetzt aber fix. Achso, muss ich jetzt aber auch stehen bleiben. Okay. Den Sound geil. Und jetzt könnte ich den auch abladen, okay. Ich lade den mal nicht ab, denn ich möchte wissen, ob der einfach runtergeschubst wird. Achso, dann macht er nicht weiter. Also muss ich den jetzt mal abladen. Jetzt habe ich aber den, wenn ich hier neben stehe, habe ich den Sound jetzt komischerweise nicht. Schade. Auch sehr schön animiert mit dem Messer dran halt, ne? Wenn er hier wegrollt. Okay. Bei den, bleib mal stehen. Zu schwer. Beim Rollen halt. Beim anderen haben wir nochmal eine andere Farbe genommen. Könnte man ja dann auch in der Werkstatt seines Vertrauens dann wieder ändern lassen. Sollen wir es auch runterschmeißen. Sehr geil. So. Jetzt holen wir uns mal den Fan dran. Und der hat jetzt hier hinten den SW4014, den Autoload. Der wird gerade danach schreien, dass man Papier wechselt, aber okay. Das wird nicht sein, ne? Nehmen wir den mal mit. Falsche Auswand, aber naja. Wurst. So, dann klappen wir den mal auf. Machen wir nochmal Licht an, gucken uns das Ganze nochmal an. Blinker. Okay. Wie man sieht, haben wir hier so eine Art grüne Folie. So. Der scheint jetzt auch schon zu laufen. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Gut, zeige ich nochmal von innen an, wie das mit der Übersicht ist. Doch, jetzt ein Fokussang, ja? So sieht es doch aus. Das ist doch mal richtig geil, oder? Ich wusste bis dato gar nicht, dass man überhaupt Quallerballen entwickeln kann. Schnapp. Dann auch wieder, wahrscheinlich wieder die Like-Taste abladen, ja.
So, den zweiten Mal. Ich steige jetzt nochmal aus. Gucken wir nochmal. Und auch hier ist dann wieder der Sound weg. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das so gewollt ist. Und jetzt der Schnitt. Zack. Sehr geil. So, jetzt gucken wir das Ganze mal von innen an. Wir auch mal schauen können, wie wir überhaupt damit arbeiten. Mal hier jetzt mal raus. Und in der Zeit würde ich schon mal zum nächsten fahren. Der Sound ist so geil, oder? So, den schon mal abladen hier. Also es macht richtig, richtig Spaß. Gut. Was kostet der nochmal im Shop? Müsste unter Ballentechnik sein, ne? Die Presse hier 135.000. Ich finde, das geht eigentlich noch. Ich habe die fast teurer eingeschätzt. So, und wo ist denn jetzt mein toller Ballenwickler? Ist der hier gar nicht drin? Das wäre jetzt auch komisch, oder? Doch, da ist er. 54.000. Geht auch noch, ne? Und der mit dem Victor intrigiert, der Rundballen, die Rundballenpresse, dann 135.000. Und wobei der, guck mal hier, 185 PS braucht. Das ist natürlich schon heftig, ne? Der ist soweit durch. Okay. Mal so einen kleinen Blick nochmal drauf werfen. Hier unsere tolle Kombination, die wir beim letzten Mal zusammengebaut haben. Ne? Mit Tiefengrubber. Das heißt, er düngt auch gleich. Seht. Alles gleichzeitig. Und was kann Dünger nachfüllen? Nochmal die Presse. Und hier nochmal die anderen Gerätschaften, die wir uns jetzt nicht mehr so genau angeschaut haben. Aber hier nochmal der Grubber. Der auch die Möglichkeit der Direktsaat hat. So. Den hat man uns nochmal angeschaut. Auch hier sehr groß der Dünger. Und hier nochmal der Zetter. So, jetzt habe ich's. YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen. Die erste Folge fand ich jetzt ein bisschen lang. Ich hoffe, nicht so zäh für euch. Und bedanke mich. Und wenn ihr sagt, hey, macht das nächste Mal morgen eine DLC-Vorstellung. Also, ich hatte jetzt nicht viel Zeit für die Vorbereitung und würde das nächste Mal auch mal alles ein bisschen anders gestalten. Denn es sind ja doch schon viele Gerätschaften und ja, so ein bisschen habe ich vorbereitet. Wenn ihr Bock habt, schaut nochmal rein ins Making-of. Da geht es nochmal darum, was ich hier so vorher gebastelt habe, um das so ein bisschen vorzubereiten. Ne? Euch einen schönen Tag, viel Spaß mit dem DLC, wenn es euch holt. Und wenn ihr sagt, nö, das ist nicht so meins, dann schreibt doch mal drunter, woran es liegt. Vielleicht sagt ihr die Firma Kuhn nicht zu, keine Ahnung. Oder ihr sagt, es ist zu teuer. Also ich finde den Preis gerechtfertigt für die Menge an der von den Geräten. Also ich finde, wenn sie was Vernünftiges rausbringen, dann bin ich auch gern bereit dafür zu zahlen. Hier mit dem Rüffelblech, das ist auch cool. Macht's gut, ciao.